Huhu. Hallo nach da draußen. Schön, dass ihr da seid. Eine Abstimmung hättest du gern. Was hättest du denn gerne für eine Abstimmung, Van Haun? Ob wir jetzt plus 18 oder plus 23 Grad sind? Hallo XP. Möge der Herr Van Arun sich äußern über seine Vorlieben. Ja, wir spielen weiter, zumindest bis es nachher bei mir Abendbrot gibt. Also eine kurze Session. Und schön, dass der Umbrian noch hier im Chat ist. Freut mich. Ja, und es ist wirklich so, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass es sich ein bisschen, also es fühlt sich weird an, sagen wir mal so, das Spiel. Aber irgendwie auch gut, weil, ich weiß nicht, also ich habe Spaß an dem Spiel, trotz allem. Und das macht es irgendwie zu was Gutem, glaube ich. Es ist nicht wirklich frustrierend, weil man trotzdem ja irgendwie einen Progress hat, auch wenn der sich ein bisschen merkwürdig anfühlt und man diesen Yeah-Vampir-Feel-Gedanke irgendwie vermisst. Ich weiß nicht, ob das beim zweiten Playthrough, wenn man so ein bisschen darauf vorbereitet ist, was kommt, eventuell ein bisschen anders ist und man ein bisschen experimentieren kann mit den Eigenschaften, Fähigkeiten und so. Es ist halt doch wirklich nicht einfach, das Spiel. Das muss man halt auch sagen. Man wird zu einer kurzen Leine gehalten. Aber wie ich das gestern auch hatte mit der einen Sache, die wir dann da auch geschafft haben, mit dem Rätsel. Okay, einen Hint haben müssen aus dem Lösungsding. Ich brauchte einen Hint, um das zu machen, aber es fühlte sich danach gut an. Und das ist für mich so ein Zeichen, die Art des Spiels halt irgendwie, dass ich dann nicht ganz gut drin bin. Es gibt bestimmt Leute, die sind da besser drin. Aber dass man eben auch so ein bisschen auch ein gutes Gefühl dabei bekommen kann, selbst wenn man nicht so der beste Spieler ist. Ist so ein bisschen ein doofer Vergleich, aber so bei Dark Souls scheitern die Leute ja auch die ganze Zeit. Und oder so bei Roguelike-Sachen, wo du halt auch die ganze Zeit, wo es drauf angelegt ist, dass es irgendwie scheitert. Aber ich kann verstehen, wenn jemand sagt, irgendwie, das ist dann kein Spiel für mich, wenn dieses Yeah-Gefühl nicht aufkommt. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob das gar nicht aufkommt. Ich habe halt was anderes erwartet. Das ist vielleicht das Schlimme. Wenn man vielleicht weiß, worauf man sich einlässt und das Spiel startet mit dem Wissen, dass man eben an der kurzen Leine gehalten wird und dass eben auch bestimmte Dinge nicht funktionieren. Und ich habe auch ein bisschen herumgelesen in einigen Reviews und auch so ein paar Entwicklersachen gesehen. Versucht mich nicht zu sehr spoilern zu lassen, aber ein paar Sachen habe ich halt gesehen und es sieht wohl auch so aus, als ob halt bestimmte Dinge einfach auch nicht funktionieren sollen. Ist halt ein zweischneidiges Schwert und ich denke, das wissen die Entwickler auch. Ich glaube, sie hätten schon krass mehr Erfolg damit, wenn sie dieses Wow-Gefühl halt das ein oder andere Mal durchbrechen lassen würden. Genau, Dark Souls, ja. Dark Souls, der Visual Novel ist. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen hinkt, der Vergleich, weil es ist schon was anderes, finde ich. Aber der Trend geht ja irgendwie schon ein bisschen in der Spiele-Sache jetzt hier auch hin, dass man nicht mehr so an die Hand genommen wird. Also was ich mir wünschen würde, auf jeden Fall so ein Log, wo man entweder Sachen selber reinschreiben kann oder wo halt so bestimmte Sachen nochmal für einen aufbereitet werden. Es gibt einen großen Log-Bereich irgendwie für so Lore-Sachen, aber ja, die sind halt sehr allgemein und man muss immer mal wieder reinschauen, weil die sich auch aktualisieren.
Und ja, hätte mir so ein Questlog halt irgendwie schon gewünscht, weil ich spiele es jetzt jeden Tag und da sind immer so, ja, ist halt ein Tag immer dazwischen und ich bin halt alt und ich vergesse Sachen. Generell, auch als jung war, habe ich Sachen schnell vergessen. Und was ist es denn, wenn ich jetzt irgendwie mal 2, 3 Tage nicht spiele und dann wieder reinkomme und dann habe ich irgendwie die Hälfte vergessen? Das hatten wir auch in der einen Session, wo wir wieder rein sind ins Spiel, irgendwie dann weitergespielt haben und dann auf einmal nicht mehr. Ach ja, da war ja noch was, dieser eine Hinweis, ne, den hatte ich ganz vergessen. So, ja. Da hast du dann halt nicht mehr, ne? Also solche Sachen. Oder halt solche Sachen, wie wir gestern hatten, dass du bestimmte Sachen Rätsel löst. Und wir haben da dieses Zeugs da gelöst und dann hast du dann eine Tür. Du hast zwar die Warnung, Achtung, wenn du jetzt hier durchgehst, ist es vorbei. Aber es ist halt, du hast das Rätsel jetzt gerade gelöst. Du willst da durch. Und das liegt halt auch nicht auf dem Weg, so, ne? Du musst aber erstmal raus und nochmal irgendwo anders hin, wo du vorher noch nicht warst, wenn du zu früh in diesen Raum reingegangen bist. Das ist halt auch so ein Ding, ne? Ja, also. Habe ich, glaube ich, in einem anderen Video einem Video auf YouTube habe ich auch gesagt, das große Mimimi ist vielleicht auch, ne? Vielleicht werden wir einfach alt, Umbreon, und solche Spiele sind nichts mehr für uns oder so. Wobei ich, wie gesagt, ich finde das Spiel super. Ich finde, das Spiel ist was für mich, auch wenn ich ja ständig das Gefühl habe, meh. Das ist ein ganz eigenartiges Gefühl. Auf jeden Fall, ich finde es auch sehr, sehr geil, das mit euch zusammen zu zocken. Aber deswegen gehen wir jetzt mal hier auf Fortfahren. Und quatschen hier nicht die ganze Zeit irgendwie über Zeug. Der Wanderhuhn schreibt, es hilft auch, die Welt kennenzulernen. Glaube ich auch. Wenn jemand noch nie was mit der World of Darkness am Hut hatte, obwohl, auch da wieder zweischneidiges Schwert, du kriegst halt hier im Stream viel Einblick. Weil ich auch noch ein bisschen was erzähle. Aber, ja. So, hier sollten wir nicht rein, weil er irgendwie sich die ganze Zeit beschwert, unser aller Lieblings-Ventru hier. So, wir registrieren aber hier hinten, dass wir hier eine Option haben, hier irgendwas mit der Kanalisations, was auch immer da hier durchgeht, Wasser oder so. Dass wir hiermit irgendwas machen können. Und hier vorne irgendwo war doch auch noch so ein Ding. Hier. Emergency Drain. Können wir da nicht auch irgendwas machen? Also wir konnten es untersuchen. Ja. Genau, also da gehen wir vielleicht auch noch mal gleich lang, aber ich würde ganz gerne erst noch hier die ganzen Räumlichkeiten alle noch mal durchgucken. Alten Männer Ü40, ja genau, Umbreon, ne? Die ganzen alten Säcke hier. Das Spiel ist auch schön, aber es ist halt nicht für alle, sonst fangen die Vampire das zu glitzern. Ja, vielleicht. Was ich ja immer noch, also Bloodlines 2 lässt ja auf sich warten. Ich meine, ich warte auch gerne auf ein super cooles Spiel. Die ersten Eindrücke von Bloodlines 2 waren halt, dass es für mich kein Spiel ist, weil es halt nur First Person war. Und ich kann First Person Spiele nicht ab. Also ich krieg davon. Mir wird davon schlecht meistens. Also ich werde es wahrscheinlich trotzdem mal versuchen oder so, aber es ist. Ein sicherer Raum, wo wir Leute trinken könnten. So, wir haben hier, was haben wir da? Ah, ein Etikettiergerät. So, das brauchten wir, glaube ich, für irgendwas. Wir hatten irgendwo Etiketten, die wir scannen mussten.
Das ist ganz gut. Collapse Sideable ICB 100. Check Level B. Okay. Mal hier irgendwas aufmachen. Hier können wir noch was nehmen. Guck mal, hier oben ist ein. That's of no use to me right now. That's of no use to me right now. That's of no use to me right now. Oh, das da unten nehmen wir doch. Die Dietrich nehmen wir doch gerne mit. So, und das da oben, sagt sie, ist jetzt für mich für nichts gut. Okay. Aber wir merken uns, muss ich mir direkt mal aufschreiben, dass es das Ding gibt. Und zwar in dem Safe-Raum. Motion Sickness, genau, Meister Umbewahren, genau. Safe-Raum hat hier so ein Zahnrädchen, oder wie nennt man das? Ventilrad? Mann, das hat doch so ein bisschen was von Oldschool-Spielen als da oben. Du kennst das doch auch von früher, wo man auch noch nichts hatte. Irgendwie so diese Point-and-Click-Sachen, wo du dir wirklich auch nebenbei noch irgendwas in Hefte schreiben musstest, damit du rauskriegst, irgendwie, wo was war und so. Andorgen, ein Quercode zu scannen. Barcode, ja. Ja, hier vorne sind ist das, das glaube ich. Warte. Hier. Hier konnten wir scannen. Können wir auch das offene scannen? Nee. Kühlung abschalten. Kühlung neu starten. Neu starten. Können wir da hier lesen? Sylvia Ortiz, Boston, 1 Nashua Street. We supply the prints too, obviously. The hunters had better not get their hands on these addresses. Okay. Lesen? Wyatt. No address. Surprising. The hunters had better not get their hands on these addresses. Das ist also von Wyatt. This is blood, not Trajax. QK the third. What the hell is Wyatt doing with that? Aha. Können wir ihn damit jetzt oben konfrontieren, wenn wir wieder nach oben gehen? Was er da macht? Wir entfernen das auf jeden Fall. Weg damit. Damals Pixel Hunting. Selbst Karten malen. Genau, selbst Karten malen, ja. Weg damit. Lesen. Deneb Osborne, Boston, Jefferson Library. Jetzt könnten wir natürlich. That's for the Hartford Warlocks then. The hunters had better not get their hands on these addresses. Wenn uns jetzt bestimmte Vampire hier irgendwie nichts zusagen oder so. Könnten wir die Hunter zu denen schicken. Das wäre so ein Move, den man mit Pen and Paper, glaube ich, machen könnte. So, aber gut, dann haben wir das jetzt schon mal gemacht. So, war hier vorne noch irgendwas drin in diesem Safe-Raum? Oder hatten wir hier alles schon gemacht? Was da, damit konnten wir ja nichts machen. Noch nicht, hat sie extra gesagt. Hier irgendwie was? Nee. Okay. Boah, hier, Leute, hier geht's noch echt weiter. Inspizieren. Okay.
Kram drin. Kann man das rausholen? Moment, treffen. Tatsache. Trijax DA nehmen. Okay. Untersuchen. I already took a dose of Trijax. Das könnten wir vielleicht oben der Tussi geben, die ja nicht raus will aus ihrem Bunker da. Weil die ist ja so drogenabhängig hier. Nehmen, untersuchen. Wir haben es aber schon. Versenden. MG R7 und 5HT. Okay, wir haben also nur eine Portion und vielleicht ist es auch das falsche Trijax, weil die hatten ja immer unterschiedliche für die verschiedenen Resonanzen. Ne? Lagerung und Konservierung. Trijax und seine Derivate sind höchst instabil. Um seine Eigenschaften zu erhalten, muss Trijax bei der Temperatur aufbewahrt werden, die der Formel angemessen ist. Wird es um einen längeren Zeitraum in dieser Temperatur aufbewahrt, kann dies die Molekularstruktur der Droge verändern oder zerstören, damit die Gefäße tödlich machen. Das Rohrsystem, mit dem die Dosen transportiert werden, kühlt sie automatisch auf die korrekte Lagertemperatur. Ah, okay, dann wenn wir jetzt also damit nach oben laufen, dann ist es wahrscheinlich schlecht und wir müssen sie durch diese Rohrpost machen. Oh, okay. Seht ihr? Vernichtete Trijax. Ah, okay. Es ist wichtig, Trijax in der Temperatur den Lagerraum für jede Komponente sicherzustellen. Schande. MG. Bis 10 Grad Celsius, 48 bis 50 Fahrenheit. DA 7 bis 10, 44 bis 50 Fahrenheit. R7, 14 bis 17, 57 bis 62. 5HT unter 2, 35 Fahrenheit. Okay. Richard Barrel Storage Room. This looks like a pneumatic communication system. Okay, also nehmen wir uns jetzt noch eine. Das zerstörte Trijax. Ach, ah! Shit! Weil wir das Ding offen gelassen haben. Das ist jetzt alles zerstört. Fuck. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Jetzt haben wir es weggeschmissen. Und hoffen wir mal, dass wir dieses Trijax DA nicht brauchen, weil davon haben wir jetzt keinen mehr. Alles vernichtet. So, was haben wir hier? Das ist das MG. Gehen wir jetzt mal schnell hier hin. Senden. Flup. Okay. Und dann schließen wir das Ganze wieder. Hier ist nichts mehr drin. Ah, kick ins einer Cook. Better not touch that. Alles klar. Was haben wir hier?
Die haben ja Hulk-Flüssigkeit. Guck mal, Leute, da oben. Grün. Tragix R7. Und versenden. Also fehlt jetzt noch eine. Nee. Schon nachkommen. Schießen. Schnell hier rüber. Und versenden. So. Jetzt haben wir die alle. So, die sind vernichtet. Die können wir nicht mehr nehmen. Und hier hinten wäre noch eins drin. Aber da kommen wir nicht dran. Das ist jetzt auch wieder so ein Fall von, hätte ich gewusst, was passiert, wenn ich das Ding nehme. Ne? Oh, ich hätte halt auch irgendwie, wir haben vorher ja Dokumente gelesen, wo das irgendwie auch drin stand. So von, ne? Also man hätte das wissen können, auch weil da draußen halt auch diese Zahlen halt so prominent platziert waren. Aber das ist wieder so ein Moment, weißt du, so hätte man auch sagen können, okay, das Spiel, du zeigst mir jetzt irgendwie dadurch, dass ich das falsch gemacht habe, aber du hast halt noch zwei andere Dosen, chill out. Aber nein, es ist halt jetzt vernichtet, ne? So. Also nicht nur das, was wir rausgenommen haben, sondern auch noch das, was in dem offenen Schrank lag. Ist halt jetzt natürlich scheiße gelaufen, ne? Gehen wir mal da hinten irgendwie. Das hat er eben gesagt hier. Better not touch that. Irgendwas ist mit diesen Rohren. Deswegen kann ich mir auch nochmal aufschreiben. In dem Kühlraum ist ein Ventilrad. Ventil. Dann haben wir ja schon zwei Ventile, die wir drücken könnten. Eins hier. Und eins hier. Nee, da ist das Rädchen für den Raum hier. So, und hier war sonst nichts. So. Jetzt ging es hier noch weiter? Nee, okay. Das heißt, wir haben jetzt hier alles soweit jeden Raum durchsucht. Das ist das Us von den Ninja Turtles. Ja. Die guten alten Ninja Turtles. So, jetzt gucken wir hier nochmal, wenn ich mich nochmal so ein bisschen. Hier noch irgendwas. Hatten wir hier irgendwo auch Ventile? Wir hatten auch irgendwo Batterien gefunden, glaube ich, ne? Lass mal gucken. Sind die noch für irgendwas gut? Bestimmt, ne? Das ist alles für irgendwas gut. Wir haben hier Infrarotscanner. Neue Batterien, ja. Vielleicht waren die auch für irgendwie was, was schon. Wer weiß, vielleicht brauchen wir die noch für irgendwas. Hier war kein Ventil mehr. Gehen wir wieder nach oben und gucken jetzt mal, ob wir die Frau da oben rauskriegen. Und ob wir mit Wyatt reden können, weil wir haben jetzt ja eine Info über Wyatt gekriegt. Eben konnten wir ja nicht. Oh, hier, guck mal. Gib mir das. Njam, 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 njam. How awful. Okay, sie will das nicht. Das ist auch geil, ne? Die Malkavianerin mag es nicht und die Toreador eben.
Okay. So. Wo war jetzt nochmal der Raum, wo die Rohrpost ankommt? War das hier drin? Ja. That must be how they supply the Trajaxin to the injection room. Aha. Okay, hier können wir es irgendwie nicht rausholen. Aber hier. Okay. Muss jetzt irgendwie ein bisschen beeilen wahrscheinlich. Frage ist halt, was geben wir ihr jetzt? Müssen wir nochmal gucken. Hier war das, glaube ich, ne? In dem Buch. Nee, da war es nicht. Irgendwo war doch so eine Zusammenfassung, welche, wer was kriegt. Trijax, okay. MG. Trijax MG brauchen wir für phlegmatisch. Und ich glaube, die war phlegmatisch, die Pussy. Also MG brauchen wir. Wollen wir schon mal im Kopf behalten. So. Ach. Leave me alone. Jetzt kann ich damit nichts mehr machen, oder was? Das ist ja jetzt auch nicht so geil. Ich jetzt nicht mehr mit dir reden kann. Aber vielleicht holen wir jetzt einfach das hier. Vielleicht funktioniert das dann ja doch. Trijax MG raus. Und laufen hier rüber. Und versenden das. Schauen jetzt mal am Computer. If only she'd calm down. It's all right. I've got what you wanted. Trajax? Yes. Come on, we've wasted enough time already. Nimm es. Wenn das jetzt irgendwie falsch ist, dann bin ich irgendwie meh. I feel it's weird. I feel better, but you got what you wanted. Now go join the others. No, I want to die now. All these thoughts. You don't understand. I must not have given him enough. Okay, wir brauchen mehr MG. Mehr MG. Schnell wieder runter. Unten. Ich hoffe, dass da noch mehr MG war. Wo war das? Da hinten war das, ne? So. Hier war nix. MG. Schließen. Und also sie fühlte sich ja besser, hat sie gesagt, ne? Das war ja schon mal eine gute Sache. Also sie hat sich besser gefühlt, aber noch nicht so richtig gut. So, also müsste sie die zweite Dosis ihr doch jetzt irgendwie gut tun. Oder was meint ihr, Chat? Ihr seid doch bei mir mit dieser Conclusio. Also nachher ist das jetzt irgendwie falsch und dann
Immer wieder diesen Effekt mit dem. So, aber hier hinten ist er drin. Yep. G nehmen. Und rüber damit. I'm completely at peace. At last. Yeah, yeah, great. Now go join the others. Now! Yes, I... You're right. Nice. Wir haben aber anscheinend immer noch nicht alle kompromittierenden Beweise vernichtet. Das ist auch ein bisschen gruselig hier. Wir haben schon so viel Zeug davon geholt. Be how they supply the Trajacks into the injection room. You know we almost left without you, but I. No buts. Go join the others on the double. Da ist unser Kind schon noch mal. Können wir jetzt hier reingehen und vielleicht dann noch ein paar Beweise vernichten? Sind hier noch irgendwo süßliche Beweise? Oben ist eine Keycard, an die wir nicht rankommen. Mäh. Ein Teddybär. Ach, der Teddy für... Ah, für Horsey. Sehr schön. Der Teddy für Horsey. Hm. Also ich würde hier ziemlich viel noch mitnehmen und vernichten wollen, aber anscheinend lässt uns das Spiel hier nichts mehr einsacken. So, Halsey, ich habe deinen Teddy. So, did you find Teddy? Hallo Metalhead. Nicht zu lesen. Oh, thank you. Thanks, Mom. You're the best. You're welcome, honey. Can you keep him for me? That way I won't lose him. Okay. I'll keep an eye on him. I'll wait here while you do your stuff. Okay, Mom? Yes. Be good. Sehr gut. Also wir haben Halsey glücklich gemacht. Das ist doch schon mal schön. Können wir eigentlich hier hinten durch? Nee, hier können wir auch nicht durch, ne? Huh. Music. To relax the vessels. Irgendwie das Gefühl, hier oben müsste noch irgendwas sein. Hier war ja das Büro. Aber hier haben wir ja auch schon alles geguckt. Was war das? Ein weiterer Tremere-Trank. Nice. Trimärtränke. So, ah, hier geht's zurück. Alles klar, alles klar, alles klar. Okay. Was haben wir denn hier? Hier geht's wieder zurück nach vorne. Können wir jetzt mit Wyatt sprechen? Oder eben war der ja noch hier? Jetzt anscheinend. Da ist er wieder. Hier ist der Concierge. Wo ist Wyatt? Da ist er. Yes? Are you in charge of the vessels? Yes and no. I'm just in charge of moving them. Name's Wyatt. Laisha. I know, I know. I'm gonna make a few more trips, but there's still one missing. I think Betty's having a hard time getting her to come out. Where are you taking them? I'm getting them to safety. War eine gute Idee. Some of them are worth tons. Okay, but before you leave, Beryl wants to see you. What? No way. ...58% Erfolgschance mit Beherrschung. Das ist nicht viel, Leute, ne?
Meister Umbreon, ist die Kleine real oder eingebildet? Wir haben Informationen gefunden und auch schon bekommen, dass sie eingebildet ist. Der Prinz hat anscheinend unseren Psychiater, oder ich weiß gar nicht mehr, ob es der war oder ob es der Underwood war. Irgendjemand hat den Prinzen beauftragt, die Halsey zu töten. Und seitdem ist sie tot. Wir haben aber auch hier in dieser Facility auch Informationen darüber gefunden, dass hier halt Experimente gemacht wurden, auch an Vampiren und so. Unter anderem an einem fabulösen Patienten Null. Namens Juliette. Und das passte alles irgendwie ziemlich gut zusammen. Und eventuell, ja, wir hatten auch eine Vision, bevor wir in dieses Szenario hier reingeschmissen wurden, von einer Gummizelle mit ganz vielen schematischen Persönlichkeiten, von denen wir auf jeden Fall Halsey identifizieren konnten und sie hier, aber da waren halt noch mehr und wir haben halt hier jetzt ganz viele Patientenakten gefunden, wo Patient Null halt ganz viele andere Patienten getötet hat, irgendwie im Verlauf der Experimente. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass sie ebenfalls ein Experiment war, weil wir wissen, dass der Psychiater, der die durchgeführt hat, die Experimente, auch ihr Psychiater war und dass er sie ruhig stellt mit Tränken und so und aus dem Verkehr zieht. Und das passte alles irgendwie zu den Infos, die wir bekommen haben. Also ich vermute irgendwie, dass sie in ihrem Geist irgendwie die Opfer, die sie hatte, irgendwie alle zusammenzieht oder sowas. Zumindest reime ich mir das so zusammen. Wir haben da noch nicht endgültig was. Aber wir können nach unten auf jeden Fall gleich nochmal mit Underwood quatschen. Und dann schauen wir da mal, wie das da funktioniert. So, wir versuchen aber mal hier Beherrschung, oder? Was meint ihr? Kostet Blut, aber naja. Erfolg. Go see Beryl. Right now. I can't. I said go see Beryl. I've got orders. I can't. I've got orders. What? He gave me an order. Who did? The doctor. Dunham gave me an order. I have to get the kine to safety. Okay, also wir haben quasi gewonnen und trotzdem nicht das gekriegt, was wir wollten. Ja, ich weiß, wo Richard ist. Also Richard ist der, für die Idee zu kommen, Richard ist der Psychiater, der das hier alles irgendwie anleiert. Die ganzen Experimenten und so. I've already got orders. Shit. I won't get anything else out of him. Richard already forced his mind. All right, come along. I've got my eye on you. Okay. It's not much further. Naja, immerhin rettet er die jetzt vor der zweiten Inquisition. Das ist doch schon mal was. So, was haben wir jetzt noch offen? Wir müssen Dunham im Untergeschoss finden. Den Zugang haben wir schon gefunden. Wir müssen noch Beweise kompromittieren. Und der Wanarun sagte ja gerade, wir sollen die Proben zerstören. Das wäre es natürlich jetzt noch. Das versuchen wir noch. Und wir müssen noch hinten in diesen Abwassertrakt, da war ich auch noch nicht. Vielleicht ist da ja auch noch irgendwas. Ach, Leute. Sag doch, wenn ich mich verlaufe.
Ja, Ressourcen investiert, Glück gehabt beim Würfeln und nope. Genau, ja. Aber zumindest einen Großteil der Ressourcen haben wir uns jetzt gerade wieder geholt. Also das ist halt irgendwie auch ich habe das ja eben getrunken, die eine Ratte, ohne dass ich da jetzt großartig Not hatte, ne? Also das ist vielleicht auch der Kompensationseffekt hier. Also du gibst die Ressourcen aus, ohne dass du es bestehen kannst, aber das Spiel gibt dir die Dinge halt irgendwie direkt wieder. Eigentlich sogar ein mehr. Ne? Weil wir haben ja 4 Blut aus den Ratten rausgekriegt. Nur es ist, man kann es halt so sehen, oder man kann es halt sehen, irgendwie mit, es fühlt sich unbefriedigend an. Nicht wirklich gemistisch angenehm. Genau, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut, ja. So, dann werden wir jetzt mal den Rest hier vernichten. Also hier die Kühlung ausschalten überall. There. Now nobody can use it. Okay. Wieso sollte ich das Schloss knacken wollen? Weil das war ja schon offen. Weird. Oder hatten wir das vorher schon gemacht? Ich bin mir nicht mehr sicher. So, jetzt haben wir das. Ist die Quest jetzt weg? Nein, noch nicht. Also machen wir jetzt noch die Kühlung von dem ganzen anderen Kram auch noch aus. Also machen wir überall die Fenstergladen quasi auf. Zack. Hier war ja nichts drin. Auf. Auch das Shredder-Us. Das Turtle-Us natürlich. Jetzt warten wir ein bisschen. Jetzt müsste das eigentlich gleich irgendwie alles kaputt gehen, ne? Hiervon kann ich auch schon keins mehr nehmen. Machen wir das hier auch auf. Vielleicht ist da unten in der Kiste noch irgendwas drin gewesen, was wir jetzt nicht sehen können. So, und jetzt schauen wir noch hier vorne nach. Hier sind da auch noch Kisten, ne? You almost feel like this is a rat hideout here. But it's a discreet entrance. Oh. Eine Ratte? Tatsache. Okay, hier könnten wir wieder Blut zurückholen, wenn wir wollten. Können wir da durch? Da ist auf jeden Fall noch so ein Rädchen. Ah, hier gibt es eine Schaltung. Na. Aber mit der können wir nichts machen. Nee. Also da reinspringen können wir nicht. Schwimmen ist ja für Vampire auch immer so eine Sache, ne? Hm.
Es muss hier noch irgendwo Beweise geben. Boston Medical Center. Beryl's funneling bodies to them and lining his own pockets then. I'm not sure Hazel'd be happy to hear she's losing money like that. Wir quatschen einfach mal mit ihm jetzt. I get that you're busy, but... But you decided to interrupt me anyway. Fantastic. Wyatt isn't coming to help. Oh, ich kann den so nicht leiden. Thinblood and a coward too. We're all going to be in trouble just because he's scared. He doesn't know what he's got coming. Wow. Well, hold on. Why are we all going to be in trouble? Get out of here now. What are you hiding, Beryl? You dare? You leave me no choice. Konfrontation. Da waren wir bis jetzt nicht so gut drin in diesen Sachen. Zwei Scheitern haben wir also sind erlaubt. What is this world coming to? I'm a member of the council. What I do is no business of yours. Okay, das können wir nicht, das können wir nicht. Super Auswahl jetzt. Einfache Neugier. Er bringt uns alle in Gefahr. Wisst ihr, das meinte ich jetzt auch mit dem Log. Irgendwie, ich würde jetzt gerne den Verlauf des Gesprächs auf jeden Fall hier nochmal haben wollen. Weil ich eben nicht aufgepasst habe. Aber auf jeden Fall denke ich, dass er uns eher in Gefahr bringt. Konfrontieren wir ihn einfach mal damit. The SI is breathing down our necks. So this concerns all of us. You think I'm not aware of that, perhaps? Then stop making us take risks just out of pride. I'm going to choose to ignore your last remark and work on finding a solution. I won't keep you any longer. I'm not leaving until I'm sure there's no danger with whatever you and Wyatt are up to. What makes you think I could be hiding something so perilous? Psychologie können wir auch nicht. Ah, könnten wir. Aber. Meh. Es kostet 6 Willpower. Wir wissen ja, was er hier verbirgt. Nämlich den Handel mit den Leichen. Da haben wir jetzt genug Papiere drüber gefunden. The checks for the sale of the emptied bodies, they are made out to BNL Corp, not to Hazel. Hat sich das Lesen noch mal ausgezahlt jetzt, ne? I don't make much from it, if that's what you're insinuating. It's still stealing, isn't it? Let's just say I'm growing her money since she doesn't have time to do it. Are we done now? It's not just that. Now's not the time to turn down a helping hand. If I accept your help, you can't tell anyone about it. Ever. Können wir nun nicht verteidigen? Yes, of course. I'll spare you the list of consequences if you break your word. I can imagine. But I still think it's a bad. Es kommt alles auf den letzten jetzt an. Aber wenn zwei erlaubt sind, haben wir es schon geschafft eigentlich, oder? If I let you help me, it could make matters worse. So stay out of it. Do you understand? Halte dich raus. Könnte Richard uns helfen. Why don't we ask Richard for help? Oh, the more the merrier. No, thank you. But he could do nothing at all. I already have enough problems with you on my hands.
You're incapable of trusting anyone. And you're one to talk about stability? Yes, of course. Especially if that anyone has an imaginary child. I know she's not real. Oh, if I had feelings, I'd almost feel sorry for you. We've wasted enough time already. You finally managed to finish something off. My patience. You'll regret it. Okay, yes, wir hatten keine Chance. Of course. You may leave now. Wir konnten das nicht gewinnen, weil wir nicht überzeugen hatten. Ja. Wir haben nichts auf Überzeugen geskillt. Das heißt, wir konnten diese Konfrontation einfach nicht gewinnen. Ist mal was für mein zweites Playthrough, was ich mir mal aufschreiben sollte. Also auf jeden Fall überzeugen mit Leisure steigern. Weil wir haben ja die ersten beiden haben wir richtig gemacht. Bei der zweiten hatten wir nur die Auswahl zwischen können wir nicht und dem Optionspunkt, den wir genommen haben. Und der führte zur Phase verloren. Beim dritten, eventuell hätten wir das, was wir am Ende gesagt haben, sofort sagen sollen. Dann wäre es vielleicht vorbei gewesen, aber dann war ja, weiß ich nicht, was dann passiert wäre. Aber da denke ich, ja, also wir hatten keine Chance, das irgendwie groß zu machen. Es fühlt sich, ja, gemistisch, wie hat Meister Umbridge das ausgedrückt, gemistisch scheiße an. Ja. Wenn man es nicht gewinnen kann, weil jede Konfrontation mit Underwood bis jetzt irgendwie total daneben gegangen ist. Tja. Was meint ihr zu der Sache? Gruselig. Ihr habt keine Meinung dazu. Naja. Wollen wir nochmal mit ihm? That's all right. I have nothing to add. Ne. Oh, I can't even force it. Don't touch that door. Don't you have anything better to do? Questlog können wir nicht mehr aufrufen, okay. Nicht, wenn wir da draußen sind. Das Questlog geht nicht mehr. Stell dir vor, du spielst Mensch, ärgere dich nicht und nur wenn du eine 6 würfelst, darfst du ein Feld gehen, alle anderen spielen normal. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt dahin, wo wir apparently the pressure's right. Da müssen wir auf jeden Fall noch irgendwas mitmachen. Aber wir müssen jetzt hier noch in den Raum, den wir ja geöffnet hatten. Wir gehen aber hier hinten einmal noch mal ganz kurz durch. Wir hier noch irgendwas vergessen hatten. Ja, hier, dass wir es nur verwenden. Die Kassetten davon haben wir ja alle. Also hier müssen wir gleich durch. Ah, an dem anderen habe ich jetzt auch schon 1000 Mal geguckt. Ne? Da ist eigentlich auch nichts mehr. Also gehen wir mal hier durch. Point of no return. What the? A lab.
It's the SI. Super. We've got to get the fuck out of here. Ist hier noch irgendwo was zum Vernichten? Richard is no longer in the test tube phase, it would seem. Ach so, das ist die Box. Okay, alles klar. Okay. Okay, da sind jetzt halt eine Menge Leute drin. Rauslassen können wir die jetzt auch nicht, ne? Zelle öffnen. Da Fug. Wait, come back. Thank you.
goes back a ways. I've got a feeling of deja vu. Like I know this story. I've heard the name Marie before. But where? Wasn't real, that man wouldn't have seen her. No, not you. You don't exist either. If they hadn't seen her, they wouldn't have shot at her. You disappeared. I was doing better. Leisha, look at me. You're fine. But you have to find what you lost. No, I won't listen to you. I didn't lose anything. Huh. Richard has scrambled your brain so much that you don't even remember. What are you talking about? Who you really are, of course. I know who I am. Are you sure? If that's true, then tell me. Who are you looking for? Wieder eine Konfrontation. Gucken, ob wir diesmal gewinnen. Danke, Rio Repo, für den Hinweis. Wenn das wahr ist, dann sag mir, wen du suchst. Wir haben keine Option außer der letzten. I know it's not. Say it. I don't know. I don't know what I'm doing. That's good. That's the only honest answer you can give. You don't have any idea what's going on. Umbrun würde sagen, die Makavianerin gewinnt, ja. But you can get it back. Concentrate. You are like a jigsaw puzzle that's been broken into 1,000 scattered pieces. If you don't take the time to piece yourself back together, the rest is pointless. But I don't have time! You don't have a choice. Take the time you need. Please. Give yourself a chance. You're worth it. Even if I wanted to, I wouldn't know where to start. I can help you. Let's start from the beginning. Try to remember. What's your name? Ich heiße Leisha. Wir haben ja gerade in der Akte gelesen, dass wir Marie heißen, ne? Nee, Mama. I think... Yes? I saw a name on a patient file. I think my name is... Marie. Yes! I knew you'd remember. Welcome back, Marie. It's okay. Coming back to me. Let's try something else. But don't think about it too much. Trust your instincts. Say the first thing that comes to mind. All right. Who is Richard? Oh, Zeit. Nach dem, was wir jetzt gemacht haben, Halls ist Erzeuger. I always thought he was my sire. But he isn't. Is he Halsey's sire? Yes! It's coming back to you! You're making progress. Gut, dass wir den ganzen Sachen so intensiv gelesen haben. Who is Halsey? Halsey müsste dann das Patient 0 sein, ne? Patient 0 ist Juliet.
I'm afraid I might be wrong. I found a file on one of Richard's patients. She was Juliet, wasn't she? That's right. You remembered. That's good. Würde das nicht immer so sein? We were born in 1911 in France. Do you remember? Our parents worked at an explosives factory. Manish and Aline. That's right. Since they were too poor to pay someone to watch me, they put me in a locker during their shift. There was an accident. It took both their lives. It took them 10 days to find me in the rubble. We stopped talking after that. They took me to the asylum. Yes, that's where we first met Richard. He was the night psychiatrist. I thought we'd never get out of there. They kept us locked up for 10 years. Interessantes Charakterkonzept, ne? When we found out we were pregnant with Juliet, I named her Juliet after her grandmother. It's a lot prettier than Halsey. I never understood why Richard called her that in her file. I wonder if he knew who the father was. We were forced to flee. Yes, in 39, when the war broke out in France. Do you remember? The Nazis came for psychiatric patients too. We found a ship that could take us to Boston. But Juliet caught typhus on the way over. That was all we could think about. Richard couldn't do anything for us. He had to embrace her in order to save her. Ja, haben wir gelesen? He thought it would calm us down. No, that's not true. But Juliet's hunger was overpowering. When we went to soothe her, she drained us of our blood. I was on death's door. Richard didn't want to lose us. He slit Juliet's wrist so we could drink. He saved my life. No, Marie. We died that night. And we became the child of our dead daughter. He said he wanted to help me. He uses us as a guinea pig for all of his experiments. When it goes wrong, he wipes our memory and makes us forget everything. We slumber for a few years and then reappear at court, as if nothing happened. I trusted him. He's always used us. But now you know it. Again. Come on. Let's go save Juliet. I'm sure to be detected. I need to change my appearance. Okay. Dann im ersten Untergeschoss finden Möglichkeit, Halsey zu folgen. Hier. Das ist ein Second Inquisition Typi oder was? Auf jeden Fall ein Mensch. Uhr geht auf einmal wieder. Shit, damn it! What the hell was that? Listen to me, damn it! She just saved all our asses. She blew herself up to protect us. It's Richard. Halsey. Ich wusste, dass der mit denen zusammenarbeitet. Wisst ihr noch? Ich hab das gecallt. Als wir bei der Party waren. That's steam leak. Maybe that could help. God, fucking hot! Be careful without your helmet on. I can't see a damn thing with all this fog. It's all right. It's stopped now. Da komme ich nicht mehr rein. Sehe ich das richtig?
Wir konnten das doch kopieren, oder? Zusätzliche Uniform kopieren? Ah, hier unten. Ja, doch, wir müssten die eigentlich kopieren können. Hebel bewegen. Da gerne vorbei, aber ich kann nicht. Ah, da waren wir eben drin. Oha. Hier waren wir eben überhaupt noch gar nicht drin. Der Fuck. Den könnten wir trinken sogar, den Typen. Scheiße, warum haben wir diesen Raum übersehen? Der ist ein bisschen pisst. Mal raus. Der guckt da hinten. Verdammte Scheiße. Wo kann man es denn jetzt hier ohne Gefahr entdunkeln? Eigentlich nirgendwo. Hier um die Ecke. Die gucken nicht. Das müsste gehen. Okay, geht nicht. Die lässt mich nicht entdunkeln. Hier auch nicht. Zum Safe-Raum zurück. Okay, hier können wir. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt ohne Probleme hier. To go any further. Ja, das ist mir bewusst, aber wie? Hier waren wir auch noch nicht drin. Reduced to this. You'll pay. You'll pay for what you did to us. As long as I exist, Hilda, you'll remain powerless, reduced to this. Staring at the ceiling of this basement. Spannend.
Hilda ist also nicht die nette Toreador von nebenan. Oh, wait. Wir haben doch gespeichert auch schon welche davon, oder? Moment, Control. Nee, haben wir nicht. Wir müssen irgendwo einen finden, den wir... kopieren können. Eher nicht. Ach, das hier war der Raum, wo wir nicht rein konnten, weil wir das Rededuell verloren haben, alles klar. Kann ich den kopieren? Guck mal, den kann ich kopieren. Do it. So. Ob die mich dann da durchlassen. Gadaboom. Kurze Frage, warum spielst du so schnell auf deine Steuerung bezogen? Deine Sicht wirbelt so schnell herum. Geht das auch anders? Wenn's das hier? Das ist halt die Maus. Ich könnte ja mal das Gamepad anschließen. Was dann langsamer ist. Dann ist es wesentlich langsamer, ja. Aber es macht mir jetzt auch irgendwie nichts großartig aus. Also. Mausempfindlichkeit in den Optionen einstellen, ja. Aber es juckt mich jetzt auch nicht irgendwie, ne? Oder ist. Hört euch das? Achso, ich bin jetzt immer noch. Ist natürlich nicht so geil. So. So, jetzt müsste ich doch rausgehen können. Ah, lassen die mich jetzt durch? Ja, lassen sie. Oh. Mich hat's nicht gestört. Das war schon mal gut. Jetzt kann ich damit auch was machen. Schaut mal. So. Gucken können wir jetzt auch das eine Ding hier. Wo war denn das nochmal? Da hinten in der Ecke. Jetzt hier noch irgendwas machen. Den Dingern. Eben war hier doch so noch so eine Option, oder war das in dem anderen Raum? In dem anderen Raum, ne? Dem hier. Wenn wir den gleich mal aufsüffeln hier, den Typen. So, das haben wir schon gelesen, aber hier war irgendwo noch so ein Teil. Neben. Tremere-Brosche, was macht die denn? Tremere-Brosche, das Risiko eines gegnerischen Fokus wird um 25% verringert. Yeah! In einem Dialog eliminierst du für 3 gewonnene Disziplinen 3 Hunger. Okay.
In einem Dialog erhöht jede gewonnene Disziplin den Verdacht um 1. Stimmt, da war ja auch noch Verdacht und so, ne? Weird. Also ich glaube, wir sollten hier versuchen, auch rauszukommen, ohne dass wir jemanden auszufüllen. So. Imbrion hat es nicht gestört mit den ganzen Maus. Ist doch schon mal schön hier. Ach, das ist wieder so ein Ding. Das kann jetzt wieder dauern, bis ich das hier irgendwie hab. Moment. Q und E. Ah, okay. Jetzt. Okay, da haben wir jetzt auf der rechten Seite nichts mehr. Okay. Ich tue nur so, als ob ich wüsste, was ich hier mache. Dreh hier einfach nur ohne Sinn und Verstand rum. Wenn der da rechts überstrapaziert wird, dann geht er wieder runter. Und zwar komplett. Sollte mal darauf aufpassen, was das macht. Folgentitel: Ein Koala dreht am Rad. Ja, sowas ähnliches hatten wir schon mal. Okay, also der steigert alle. Ein bisschen. Machen die das alle? Bin nicht aufgepasst. Okay, der steigert auch alle ein bisschen. Der reduziert die Mitte. Gut zu wissen. Könnte sich ausgehen, warte. Mal zurück. Ach, nee. Stopp, der. War knapp. Die beiden sind maxed. Okay.
waren so kurz davor. Jetzt noch auf den. Ah, dann geht der wieder runter. Verdammt. Ist der maxed out? Das geht also auch nicht. Hipporeo, denke so, übersiehst du schneller was. Aber das ist mein Empfinden. Ich möchte deinen Spielfluss nicht stören. Wird nur so hektisch. Ja. Gut gemeint ist immer gut. Also wenn ihr einen Tipp habt hier, wie man das hier vernünftig irgendwie löst. Ich habe hier keinen Plan, was ich hier mache. Ich nehme gerne Tipps an. Jetzt ist der wieder auf voll. Das sieht gut aus, oder? Jetzt nicht mehr. What the f- Zwei von drei reicht nicht. Jetzt haben wir die beiden. Zumindest sind jetzt alle im roten Bereich. Aber ich denke, wir müssen die alle komplett ausmaxen. Damit sich das ganze Ding da irgendwie gleich hier versteht. Die Frage ist, ob das überhaupt geht. Hau mit Mama drauf. Wirkt auf mich willkürlich, ja, auf mich auch. Bleibt natürlich da stehen. Also wir brauchen mehr Druck. Mehr Druck. Gibt's wieder nix. Es gibt wieder nix. So, jetzt sind alle auf null. Haha. So, der geht 1, 1, 3.
So. Also eins. So quasi. Nee, sechs. Moment, stopp. Die zwei äußeren gehen auf zwei, der geht auf sechs. So. Da geht der linke auf 4 und also nicht links drehe. Moment nochmal. Hier. Okay, mal links. Gehen die äußeren auf 2 und der auf 6. In der Mitte geht der mittlere um 2 und die äußeren geht der eine auf 4 und der andere auf 2. So, einmal wieder zurück. Nee, stopp. So. Was macht der... Ah, nein. Nein. Ach, der geht. Jetzt habe ich mir das Ganze kaputt gemacht. Nee, okay, ich kann es noch reparieren. Ja, sehr gut. Okay. Jetzt der. Was macht der? Der macht 4, 6, 2. Okay, also. Und wir haben insgesamt 12. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das alles zusammenschustern. Also die Mitte ist das Problem, weil die Mitte am meisten immer nach oben gezogen wird. Und am meisten machen wir mit dem, also generell am meisten Dampfdruck machen wir mit dem rechten. So, wenn wir mit dem rechten einen aufdrehen, so wie wir das jetzt haben, dann können wir mit der Mitte weiter drehen, dann haben wir 8, 8, 4. 8, 8, 4. Wenn wir rechts Mitte haben. So. Rechts Mitte. 8, 8, 4. Dann sind wir schon an der Grenze zum Ding und können uns links und in der Mitte nur noch 2, beziehungsweise nur noch brauchen wir 4. Das Problem ist, dass wir das nicht hinkriegen, dass sich die Mitte gleichsam mit dem linken dreht. Wenn wir dann einmal mit rechts drehen, haben wir schon zu viel in der Mitte. So, wir könnten... Wir müssen irgendwie gucken, dass wir rechts auf 12 kriegen. Das ist das große Problem, weil die immer nur 2... dass sich immer nur 2 bewegt. Ah, es sei denn, wir ziehen den unter 0 anscheinend. Alles klar. Wenn wir den unter 0 ziehen, den linken, geht er auf 12. Das heißt, wir müssen die rechts, wir müssen links und die Mitte auf 12 kriegen gleichzeitig. Während rechts auf 0 fällt. Uff, das geht aber nicht, weil wir... Wenn wir rechts auf 0 drehen, alle anderen auch mit reduzieren. Ach, das ist doch ein ätzendes Ding. Warte mal. Wenn wir jetzt so die Ausgangsposition nehmen, können wir nichts mehr steigern.
Dann geht es nur noch in einer Schritten zurück. So, jetzt haben wir ein 6. Nein, das ist auch nichts. So, 4 passt auch nicht. Immer in einer Schritten zurück. Eins. Und nochmal. Ah! Nein! Zwei. 4. 2, 4. Und 2. Was macht das linke? Alter, was quatscht die Mitte? 1. Quatsch. 2, 2, 2. Okay, und das ganz links. Okay, das macht 6. 2 außen. Und 4. Wie man es dreht und wendet. Die Mitte bleibt das Problem. Reduzieren, hier 2 reduzieren. Würde in der Mitte 6 reduzieren. Geht das dann auf komplett Maximum? Ne, es geht auf 8. Wie geht das denn jetzt? What the fuck? Runter. Stimmt auch nicht. Okay, das ist alles, was ich jetzt gerade geguckt habe. Irgendwie ist obsolet, weil sich das anscheinend ändert. Acht. Zwei, stimmt. 6 auf 4. 2. Ja, und da kann ich es nicht ablesen, wie viel es weitergeht, weil es auf 0 fallen würde. Scheißdreck, ey.
eine Stunde später mache ich eine Pause und versuche mal irgendwas zu finden, was mir dann einen Tipp gibt. Augenblick Pause. So, da sind wir wieder. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das irgendwie hinhaut. I doubt it, aber mal gucken. Also. Wir sollen Mitte einmal rechts drehen. Dann sollen wir einmal links rechts drehen. Einmal rechts drehen. Dann sollen wir rechts einmal rechts drehen. Dann sollen wir Mitte noch einmal rechts drehen. Ja. Könnte so einfach sein, ne? Ist es aber nicht. Meister Umbreon. Ich bastel gerade eine Regimentsbase für Kemri-Skelette. Oh geil, machst du Kemri jetzt? Richtig cool. Du musst die Zeit ja sinnvoll nutzen. Richtig cool. Kannst ja mal Bilder schicken, wenn du fertig bist. Sind die Regimentsbases für neue Kemri irgendwie... Oder nach welcher Edition spielst du denn? Die sind doch jetzt auch alle in Fantasy doch auch alle rund, ne? Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? So. So, und jetzt müssten wir... das schaffen. Selber schuld, wenn du nach dem letzten Mal da stehen geblieben bist. Ach Mann. Ich bin schlecht in sowas. Schon einiges fertig. Nice. Cool, dass du jetzt auch Fantasy spielst, ne? So. Du bist nicht hinter Beryl Underwoods Geheimnis gekommen. True. Einen verdächtigen Gegenstand übersehen. In diesem einen Raum, den wir komplett übersehen haben. Ich wette, wir hätten dieses Vieh, was da irgendwie an der Wand hing, irgendwie noch beseitigen sollen oder sowas irgendwie. Aber ansonsten Age of Fantasy von One Page Rules. Da gibt's eine normale Version mit runden Bases wie Age of Sigmar und eine Version mit Regimentern. Ah, ich bin da sowas von raus, ne? Sagt mir gar nichts. Aber da es figurenagnostisch ist und die Bases nicht so wichtig sind, kann ich damit auch beides spielen. Ja, ist doch perfekt. So, 100 Erfahrungen haben wir gekriegt. Fortfahren. Und, lieber Chat, wir machen das heute zwar nicht, aber kann ich jetzt eigentlich raus? Hier kann ich natürlich nicht raus, jetzt gerade. Das ist auch ein Ding, was sie dringend ändern müssen, dass man zwischen den Dingern auch raus kann. Wollen wir Galeb oder wollen wir MM was nächstes Mal spielen, wenn wir das nächste Mal online kommen? Also Toreador oder Ventru? Was meint ihr? Weil ich werde nämlich jetzt gleich was essen. Ich bin schon eine halbe Stunde drüber hier. Bestimmt gleich böse Blicke, wenn ich hier rauskomme. Also, MM oder Galeb? Meister Umbreon will Toreador. Okay, dann musst du aber das nächste Mal auch wieder reinschauen. Wir spielen MM.
So holt man sich den Meister Umbreon in seinen Chat und verpflichtet ihn, das nächste Mal einzuschalten. Wir würden erstmal noch steigern. Komm, das machen wir noch, damit wir noch irgendwas davon haben. 120 haben wir zur Verfügung. Wir können mal gucken in den Disziplinen. Geschwindigkeit haben wir schon auf 2. Präsenz könnten wir ein bisschen steigern. Wenn eine deiner Handlungen die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Gegner fokussiert wird, die Erhöhung um 30% gesenkt, ist natürlich sehr geil. Kostet allerdings auch direkt 100 Punkte. 70 Punkte kostet verhindern, dass dein Gegner sich auf eine Fähigkeit konzentriert. Auspecks. Das hat uns beim letzten Mal gefehlt, dass wir nicht genug in Auspecks geskillt haben. Da gehe ich jetzt mal hier rein. Ansonsten hat uns Weisheit beim letzten Mal ziemlich das Genick gebrochen. Generell die hier finde ich irgendwie auch sehr wichtig. 60 Punkte. Hier noch einen in Überzeugen setzen. Sie muss jetzt ja zur zweiten Inquisition, ne? Ins Hauptquartier und da jemanden töten. Also denke ich, vielleicht ist da irgendwie auch Sicherheit gar nicht so schlecht. Müssten wir allerdings von Beginn Auftrag quasi reingehen. A2 in Technologie. Das können wir nicht mehr wegnehmen hier. 60 kostet das. Ich glaube, es hat uns am Anfang mit den ganzen Charakteren auch ein bisschen das Genick gebrochen, dass wir hier überall alle Dialogoptionen aufmachen wollten. Ich meine, klar, man hat dann bestimmte Sachen nicht. Und eben hat uns das mit Leisha auch den Dialog mit dem Typen halt gekostet, weil wir auf das Falsche geskillt hatten, aber so ist es dann halt, ne? Um 25 haben wir noch. Wir könnten hier dann noch einmal in gesellschaftlich reingehen. Ja, mach das umhören, schick mir mal. Zehn Punkte. Das Beste, was ich jetzt so irgendwie so, und wir gehen gleich raus. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschütten, fürs Zugucken. Vielleicht mache ich heute Nacht so gegen 11 oder so den Stream nochmal an. Mal gucken, da nochmal Muße zu finden. Ansonsten, morgen ist Freitag. Da werde ich auf jeden Fall abends nicht zum Stream kommen, aber vielleicht den Tag über. Mal gucken. Die alten Folgen findet ihr alle auf YouTube. Deswegen schaut da auch mal vorbei. Ansonsten am Sonntag gibt es auf jeden Fall wieder DSA-Splitterdämmerung. Ohne DSA-Regeln. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle zugeguckt habt. Und ich mag das Spiel immer noch. Obwohl ich jetzt wieder nachgucken musste, wie hier was funktioniert. Aber ich fühle mich ja schon weniger dumm, weil der Chat auch nicht begriffen hat, wie es geht.
Alles klar. Macht's gut, Leute. Tschüss. Achso, stopp. Bevor ihr geht, wir gucken natürlich noch, ob wir irgendjemanden hier einen Gefallen tun können. Und mit. Spielt hier jemand Pen and Paper? Nee, aber wir können. Jemand. Oh, guck mal hier, der Vagi, den nehmen wir doch mal. Der Vagi spielt nämlich gerade. Der freut sich bestimmt über einen Raid. Der Vagi spielt nämlich gerade. Sagen wir das mal. Kanal Raiden zum Vagi. Da müssen wir jetzt eben kurz. So. Alter Mann ist ja kein D-Zug. So, grüßt schön von mir und benehmt euch. Macht es gut. Schade, vorbei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.